Ein Stieglitz erklärt die Welt. Folge 1, die Heute-Show. Das ist Olli. Der Olli ist ein bisschen dick und hat nicht so viele Haare. Deshalb arbeitet er auch nicht bei ProSieben, sondern bei dem Ü60-Sender ZDF. Und zwar als Moderator für die Heute-Show. Dort sitzt er in einem Kölner Fernsehstudio an einem Tisch und liest Texte, die Gagschreiber für ihn vorbereitet haben, von einem Teleprompter ab. Manchmal ist das lustig und dann lacht das Publikum im Studio. Und manchmal ist es nicht lustig, dann lachen die Leute trotzdem. Vielleicht, weil sie selbst mal ins Fernsehen kommen wollen oder weil sie ein bisschen Mitleid mit dem dicken Olli haben. Der freut sich dann und zupft sich an der Brille rum. Die Heute-Show ist eine Satire-Sendung. Mit Tieren hat das aber trotzdem nichts zu tun. Bei Satire darf man eigentlich machen, was man will. Man darf beleidigen, Quatsch erzählen und Leute verarschen, zumindest in Deutschland. Wenn man sich aber zum Beispiel zu sehr über den Irren vom Bosporus lustig macht, dann ist es manchmal doch keine Satire mehr. Und dann kann man auch schon mal ein bisschen Probleme kriegen, so wie der Böhmermann. Und dann hat es manchmal doch wieder was mit Tieren zu tun. Ganz allein macht der dicke Olli die Satire aber nicht. Da gibt es zum Beispiel den ollen Opa Hesen, den Ehring mit dem langen Kinn, die verrückte Zonenmendi, den Polunder Olaf, den nervigen Dauerbrüller Hassknecht, den Fanderlutz und noch einige andere. Und weil das Ganze manchmal tatsächlich richtig witzig ist, hat die Sendung auch schon ganz viele Preise gewonnen und wurde sogar zur beliebtesten Sendung im ZDF gewählt. Noch vor Wetten, dass. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die die Sendung gar nicht lustig finden. Zum Beispiel den Bernd Höcke, der viel lieber seine Männlichkeit wiederentdecken möchte. Das stört aber wiederum den Olli nicht. Der fummelt dann nur zufrieden an seiner Brille rum und freut sich auf den nächsten Fernsehpreis. Danke fürs Zuschauen.